Servus Leute, zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt hier bei Nordspitze angelangt und der Baron erwartet uns schon mit einer schlagkräftigen Truppe. Wie ist die Lage? Freut mich, dass ihr euch uns endlich anschließt. Diese verdammten Montclairs haben mich aus meiner eigenen Stadt ausgeschlossen. Wenn welche von meinen Leuten verletzt wurden, werde ich Montclair und seine Tochter mit meinen bloßen Händen töten. Wie kann ich euch helfen? Ihr wisst, wie man Dinge erledigt bekommt. Schließt euch Skordo an und helft ihm, einen Weg in die Stadt zu finden. Ich werde die Truppen in Alarmbereitschaft halten, damit wir auf euer Signal hin abmarschieren können. Natürlich auf mein Signal. So, Skordo. Findet Skordo in Nordspitze. Das schaffen wir. Hodor! 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 Nein, Hodor. Das ist nicht dein Kuchen. Hodor! Skordo. So, Skordo. Skordo. Ihr habt euch das falsche Bauernhaus ausgesucht, Montclair. Nun, küsst einen Troll und nennt mich Kürbis. Okay, später. Ich kenne euch aus Schornhelm. Hat Baron Dorell euch geschickt? Ich war der Ork in dem Käfig. Nicht mein glanzvollster Moment. Aber ich bin ja nicht adlig oder so. Unerheblich. Ich bin einfach froh, dass ihr hier seid. Warum seid ihr wie ein Montclair-Soldat angezogen? Das ist eine Verkleidung. Natürlich. Stimmt was nicht? Gefällt sie euch nicht? Sitzt mein Helm schief oder so? Wo ist Darien? Keine Ahnung. Er ist vorgegangen, um die Lage auszukundschaften. Und bis jetzt ist er nicht zurückgekommen. Bisher haben wir erfahren, dass die Patrouillen außerhalb der Stadt vor allem aus unausgebildeten Kämpfern bestehen, die Befehl haben, die Leute von der Stadt fernzuhalten. Nur die Offiziere scheinen zu wissen, was da vor sich geht. Habt ihr schon einen Weg hineingefunden? Ich habe vorgeschlagen, ein Loch in die Wand zu sprengen. Aber die Gräfin hat entschieden, dass wir uns das als letzte Möglichkeit aufsparen sollten. Darien ist losgezogen, um einen Weg zu suchen, während wir uns um die Bauern gekümmert haben. Sie verlangten unsere Hilfe. Und ihr wisst ja, wie es mit der Gräfin und Flüchtlingen ist. Ja, die Gräfin ist top. Wo ist die Gräfin? Hallo, Schätzchen. Wie wär's mit uns beiden? Möge das Licht die Leute baden und segnen. So eine Gräfin wäre schon möge was. Möge es ihren Weg lenken und den Toten Frieden gewähren. Zu gläubig. Das ist dann nichts für mich. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Ich glaube nicht an so einen Schmarrn. Sollte das Oberhaupt des Hauses Tamrit wirklich Teil dieser Mission sein? Ich habe versprochen, dem Volk von Kluftspitze zu dienen, mein Freund. Das bedeutet für mich nicht, dass ich in einem Turm herumsitze und andere Leute sämtliche Risiken für mich eingehen lasse. Außerdem brauchen diese armen Bauern dringend eine Heilerin. Und das ist zufälligerweise genau eines meiner Spezialgebiete. Habt ihr sonst noch etwas erfahren, seitdem ihr hier draußen seid? Nicht viel, fürchte ich. Die Soldaten, die wir gefangen genommen haben, geben ihre Geheimnisse einfach nicht preis. Aber wir wissen, dass sie Leraya Montclair vollkommen treu sind. Darien ist losgezogen, um zu sehen, ob er noch mehr in Erfahrung bringen kann. Er ist schon eine ganze Weile weg und ich mache mir langsam Sorgen. Ich werde versuchen, Darien zu finden. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Sucht in Richtung der östlichen Gehöfte. Okay. Montclairs. Eine lange Kiste. Geh weg. Ey. Diese unsichtbaren Mauern immer. Karnitzwurzel braucht doch kein Mensch. Wache. Tut euer Schlechtestes, Lakai einer anderen Krone. Ich sage euch überhaupt nichts. Wenigstens euren Rang? Nun, ich schätze, das sollte gehen. Ich bin eine Wache ersten Ranges. Ein Mitglied der Blutkallenmäntel des Hauses Montclair. Mehr als das bekommt ihr nicht aus mir heraus. Welches ist eure Schwerthand, Soldat? Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Ich schätze, ihr werdet meine Frage wirklich nicht beantworten. Ich schätze, dann werde ich euch einfach beide Hände abschlagen müssen. Wirklich? Eure geliebte Gräfin würde das niemals dulden. Ihr blüfft doch. Ich hatte kein Problem damit, Rezal Jul aufzuschlitzen. Und ihr, mein Freund, seid kein Rezal Jul. Ihr wart das? Ihr habt Rezal Jul getötet? Ich bin nur eine Wache. Die Offiziere wissen, was vor sich geht, aber sie sagen uns nie etwas. Ich kann euch nur sagen, dass sie ein Lager im Osten haben, an der Küste. Wenn ihr Informationen wollt, dann müsst ihr mit einem Offizier sprechen. Was ist denn mit dem Typ da hinten? Der hat wohl Probleme mit seiner physischen Stabilität. Verschwindet und kommt dann da und wieder. Das nennt man Phasing. Perfektes Phasing. Gegner, okay, interessiert mich nicht. Wir haben hier... Sucht nach Darien. Genau. Hey.
Warte mal, ich soll doch nach Darien suchen. Warum stehen... ja. Verflucht. Ich hätte die nicht töten müssen, ich hätte sie belauschen müssen. Da war ja was. Tja, ah. Oder? Donut nicht. Überblick das Ostufer. Da haben wir doch was. Oh, eine Riesenschlange. Das ist schon interessant, dass so eine Riesenschlange neben diesen komischen Kultisten, Räubern, was auch immer, immer dort ist. Stehen sie ja alle rum. Hier, Kassette eines Offiziers. Schlüssel zu irgendwas Offiziermäßigen. Das Dorell-Bauhaus. Bauernhaus natürlich. Gut, Erfahrungspunkte einkassiert. Ab mit mir. Mehr will ich gar nicht. Jawohl, ihr lenkt sie ab und ich laufe vorbei. Hätten die Typen mir einen Schlüssel geben sollen? Haben sie nicht gemacht. Egal, wir kommen auch so rein. Offiziersquartiere. Oh ja. Da gehören wir hin. Darien, dir geht's ja ganz gut, wie es scheint. Ich bin überrascht. Ich habe mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Einen Biss. Oh, dort hinten. Jawohl. Was ist hier los? Aufklärung. Aber sprecht etwas leiser. Wir wollen ja den guten Hauptmann nicht aufwecken. Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Es gibt nicht eine einzige Wache in Nordspitz. Nicht eine. Leraya hat ihnen allen befohlen, rauszugehen und die Leute fernzuhalten. Ist das alles? Reicht das nicht? Ich war ziemlich stolz auf dieses bisschen Spionage. Und hat es bestimmt. Sir Darien, das war beeindruckend. Aber wenn es um Schmugglertunnel geht, dann gibt es wohl ein oder zwei Sachen, die ich euch noch beibringen kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf sagen soll. Warum findet ihr nicht heraus, wovon unsere Vampirdame hier redet? Läuft da was zwischen euch? Ich muss schon sagen, Darien hat wirklich ein Händchen für Frauen. So würde ich keine Informationen von Feinden einfordern, aber das Resultat ist tadellos. Der alte Schmugglertunnel sollte in die Stadt führen, wenn wir durchkommen. Was meint ihr? Nun, die Schmuggler, die diese Tunnel benutzen, haben ein Tor eingebaut. Dadurch haben sie ein Monopol auf dem Schwarzmarkt von Nordspitz. Der Tunnel wird uns in die Stadt bringen, wenn wir an diesem verriegelten Tor vorbeikommen. Und wo ist der Schlüssel? Die Chefin der Schmuggler ist eine zähe Piratin. Sie trägt den Namen Lagra. Wenn jemand einen Schlüssel hat, dann sie. Na, also klar. Chefin einer Schmugglerbande bekämpfen und Schlüssel holen. Wo ist dieser Trottel? Okay, kriegen wir hin. Lasst euch nicht stören. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich möchte zur Schlange. Ich schlängle mich jetzt einfach zur Schlange durch. Da ist sogar noch ein besonderer Gegner. Vielleicht sind da welche, mit denen wir zusammen den besonderen Gegner bekämpfen können. Aber erst möchte ich die Schlange betatschen. Ich glaube, die war was Gutes. Nein, die war total sinnlos. Lebensregeneration außerhalb von Kämpfen. Wer braucht denn so einen Schmann? So, danke. Mehr wollte ich schon gar nicht. Ich will gar nicht erst mit euch kämpfen. Nicht alleine. Ich bin ja nicht lebensmüde, hallo? Du, Montclair. Okay. Montclair? Ist vielleicht auch nicht schlecht. Montclair. Eine Flaschenpost suchen wir.
Okay. Und jetzt müssen wir ein gesunkenes Schiff finden. Jawohl. Schön am Strand entlang. Warum sind hier keine Schatztruhen? Sonst sind immer am Strand schöne Schatztruhen. Wir lauern aber ganz schön viele von diesen Langweilern. Theoretisch könnte man sich natürlich durchkämpfen, aber wir... Wir lassen es uns gut gehen. Was? Ach, das ist so lästig. Warum muss ich jetzt vom Mount runter? Nur weil da eine Überdachung ist. Da passen 10 Pferde übereinander runter. Unbelievable. Hier ist das Piratenschiff. Da müssen wir hin. Oh, ja. Lagras Perle entdeckt. Jetzt nur... Okay, wir müssen nach unten auch noch. Schaut euch mal an. Eine Truhe. Rezept. Rezepte und manchmal auch... Können wir... Wollen wir schwimmen? Und es schon können. Hättest du nicht gleich sagen können, wir kennen es schon. Ein interessantes Versteck. Ja, da würde man am wenigsten suchen, schätze ich mal. Kommt raus, ja. Ich habe gesehen, wie ihr da hinuntergegangen seid. Runter vor meinem Schiff, bevor ich euch ausweide. Ich töte dich. Was denkt ihr, tut ihr auf meinem Schiff? Wisst ihr, was ich mit dem letzten blinden Passagier gemacht habe? Ich muss mich nach Nordspitz hineinschleichen, ohne entdeckt zu werden. Nun, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, erstreckte sich mein Laderaum nicht bis in die Stadt. Wartet einen Augenblick. Mein Schlüssel. Wenn ihr einer dieser Montclair-Bastarde seid, dann werde ich mich nicht kampflos ergeben. Und jetzt gebt mir meinen Schlüssel zurück. Wenn wir hier zu kämpfen anfangen, dann ist ein gesunkenes Schiff noch eure kleinste Sorge. Nun, ihr seid ziemlich hart, was? Oh ja. In Ordnung. Wir machen es so, wie ihr es wollt. Ich kam hierher zurück, um meinen Schlüssel zu holen. Ich muss selbst nach Nordspitz gelangen, um meine Bande zu retten. Warum sollte ich euch den Schlüssel geben, wo ich mich doch um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern habe? Weil ich eine Armee habe. Wenn ich die Stadt befreie, können die Dinge wieder so werden, wie sie vorher waren. Derzeit geht es mir einzig und allein um die Sicherheit meiner Bande. Sie waren in der Stadt, als sie fiel. Doch falls sich das als Trick herausstellen sollte, dann wird selbst das Reich des Vergessens nicht groß genug für euch sein, um sich irgendwo zu verstecken. Warten wir ab. Der Tunnel ist in der Bucht. Er wird euch in die Stadt bringen. Leere Drohnen. Der Bucht unter dem Leuchtturm. Dieser Schlüssel entriegelt die Falltür. Ach was. Ein Schlüssel entriegelt etwas. Das ist Kapitänin Obvious. Gwendis. Bei den Felsen. Ja, Gwendis, gut. Hast du mich gestalkt? Kommt, ich bringe euch an den Ort, an dem die anderen warten. Ach, die liebe Gräfin. Da wartet sie auf mich. Wir brauchen gute Neuigkeiten, Held. Sagt, dass ihr etwas gefunden habt. Neuigkeiten. Ich hab einen Schlüssel. Sagt mir, dass ihr etwas Gutes gefunden habt, Held. Ich habe einen Schlüssel zum Tunnel. Ist ja nicht so, in Ordnung. Dann schauen wir mal, was Leraya da drinnen treibt. Aber seid für alles gewappnet. Ich glaube nicht, dass uns gefallen wird, was wir da finden werden. Hardcore-Pornos? Bondage? Sowas? Was meint ihr? Nordspitz. Es fühlt sich einfach leer an. Ich spüre Leben dort drin, aber es ist schwach, kaum wahrnehmbar. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Dann lasst uns hineingehen. Der hohe Herr, der Baron dort drüben will, dass wir hineingehen, nachschauen, was da vor sich geht und das Gebiet sichern. Er möchte, dass wir langsam und vorsichtig vorrücken, um seine kostbare Stadt zu schonen. Das war übrigens gute Arbeit, wie ihr diesen Schlüssel beschafft habt. So, und jetzt lasst uns Nordspitz retten. Wie wär's zur Belohnung mit einem kleinen Bissen? Ne? Zum Vampir werden? Ich muss Verandis wissen lassen, was hier los ist. Sprecht in der Zwischenzeit mit Skordo. Er kennt die Stadt wie seine Westen. Hodor, Hodor! Skordo, Skordo.
Boah, ich habe so wenig Leben. Unglaublich, warum kriege ich da was? 38, unglaublich. So viele Fertigkeitspunkte. Unglaublich. 30, das haben wir bald. Halt. Oh, was ist da? Ich will auch mitspielen. Stirb! Stirb! Ja, schöne Erfahrungspunkte, ein nettes Item und ich habe eine komische Pose, in der wir gut jetzt Schluss machen können und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vergesst nicht zu liken und vielen Dank fürs Zusehen.